von SWR-NTV. Also heute bin ich bei der Weihnachtsmarkteröffnung in Schweinfurt live für euch dabei. Und ihr hört schon, wie es oben vom Turm, vom Rathaus oben, die Turmbläser und der Posaunenchor weihnachtliche Lieder anstimmt. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen euch die Weihnachtsstimmung hier auf dem Weihnachtsmarkt einzufangen und habt viel Spaß dabei. Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind kurz vor der Eröffnung. Es gibt dieses Jahr ein paar neue Highlights. Wir haben zum Beispiel unsere Herzensstände. Das sind in 8 wechselnden Hütten über 50 Kunsthandwerker. Wir haben dieses Jahr auch verstärkt für Kinder etwas geboten. Eben an den Wochenenden ein Bastelnachmittag in der Study Fab, was eben neu ist. Wir haben einige neue Stände dazu bekommen, die es wirklich zu entdecken gibt und ein reichhaltiges Angebot eben für Kinder, kleine Kinder, große Kinder und für Erwachsene. Wir haben wieder Bäumchen Wechseldicht, das heißt eben, es gibt einen Christbaum hier am Marktplatz, den man beschmücken kann. Dafür kann man sich aber auch Sachen eben mitnehmen und wir hoffen, dass wir wieder ein tolles Programm eben auch musikalisch bieten. Auch da gibt es natürlich einige Highlights. Wir haben eben am Sonntag, am 3. Dezember, einen Weltrekord mit der Steffi List hier auf dem Marktplatz eben. Das sind so die Highlights, was uns dieses Jahr erwartet. Ich wünsche allen viel Spaß. Es ist wieder soweit. Viele kleine Einzelmännchen, viele haben Tag und Nacht geschafft, dafür, dass wir hier heute stehen dürfen. Wer kennt das Gedicht? Da kamen bei Nacht, ehemanns gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und ehe das Faulpelz noch erwacht, war das alles schon gemacht. Unsere Einzelmännchen hier, die haben Namen. Das ist von der Stadt, der Herr Herrmann und die Frau Katzenberger. Von der Interessensgemeinschaft neben mir, der Herr Bock. Vielen Dank allen Händlern und Helfern und den Turmbläsern und dem Kinderchor. Mensch, ich muss mich erinnern, als ich mal so dastand vor 100 Jahren. Das ist so schön. Mit diesem Event wissen wir, jetzt beginnt die Adventszeit. Jetzt freuen wir uns jeden Tag ein bisschen mehr, werden ein bisschen aufgeregter, bis dann der 24. endlich da ist. Wir wünschen Ihnen, euch allen, eine wunderschöne, unvergessliche Adventszeit auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt. So, liebe SWR-Zuschauer, ich habe das Mikrofon mal umstecken müssen. Das war also die Weihnachtsmarkteröffnung hier in Schweinfurt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich mache noch mal einen kleinen Rundgang für euch durch den Weihnachtsmarkt und bleibe noch ein paar Minuten dran.